Hey, liebe Raubfischfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Philipp Feist und ich bin Dr. Eisenfeist. In dieser Folge soll es um das Angeln auf Hechte im Mai gehen. Heute ist die Susanne mit am Start, meine Frau. Die wird mir ein paar Fragen stellen, dass ich auch nichts vergesse zu erwähnen, zu beantworten. Und ja, wir haben auch ein paar Fragen von euch vorbereitet, die euch brennend interessieren, wie man denn richtig im Mai auf Hechte angelt. Ja, wir waren ja gestern live gewesen bei TikTok und da kam die Frage, ob wir mal wieder einen Podcast machen könnten und euch interessieren die Maihechte. Erste Frage, ist das ein guter oder ein schlechter Monat für Hechte, Herr Doktor? Der Mai ist für mich mit Abstand der spannendste Monat, wenn es darum geht, Hechte zu angeln. Das hängt zum einen damit zusammen, weil man einfach ganz bestimmte Techniken da anwenden kann, die man sonst das ganze Jahr über eben nicht verwenden kann und die eben besonders spannend sind. Und zum anderen hängt es damit zusammen, dass ja der Zander schon Zeit hat in dieser Zeit und Laichzeit hat. Also es gibt auch Bundesländer, wo der Zander noch keine Schonzeit mehr hat und dann schon freigegeben ist, aber dennoch trotzdem noch in seiner Laichphase ist. Da müssen einige Bundesländer noch nachziehen, weil in den meisten Fällen geht es vor Juni beim Zander nicht los. Also frühestens so Mitte, Ende Mai geht das los, wo man wieder auf Zander angeln kann, wo die fertig sind mit ihrem Laichgeschäft. Grundsätzlich ist es ja so, dass Zander so ab 11 Grad Wassertemperatur anfangen mit dem Laichgeschäft. Und in dieser Phase, wenn die Rogner dann abgeleicht haben, bewachen die Milchner, also die männlichen Zander, ja das Nest. Und diese Nestwache, die geht ein paar Tage. So 5 bis 6 Tage in der Regel und dann irgendwann, wenn die Larven geschlüpft sind, dann hat sich das Ganze erledigt und dann gehen die Zander auch wieder zurück so in ihre Wohlfühlbereiche und fangen auch wirklich wieder richtig an zu fressen, weil sie dann wirklich auch fertig sind mit dem Laichgeschäft. Und dann hören auch diese Zufallsfänge auf, die viele Angler dann im Mai machen. Das ist der Monat, wo viele Angler, gerade auch Spinner, Blinker oder so, völlig untypische Zanderköder dann auf einmal Zander fangen als Beifang. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Zander, die flach stehen, auf ihren Nestern stehen, ihren Laich bewachen, dass die einfach alles wegbeißen, was da herkommt. Also auch jeden Blinker, Wobbler oder was da dem Nest zu nahe kommen könnte, verbeißen die Zander. Und das ist der Grund, weshalb dann solche Beifänge zustande kommen, auch mal auf einen Chirkbait oder so, also wenn wirklich kein Zanderköder ist. Und dann nochmal ein kleiner Appell an euch Angler, geht da bitte mit den Zandern respektvoll um. Die betreiben Nestwache und es ist wirklich nicht gut, wenn man die Zander dann vom Nest wegfängt, weil man weiß nicht genau, ob die Zander wieder zum Nest zurückfinden und ob das Nest dann nicht vielleicht auch vom Anhieb zerstört ist, ne, den man dann, wenn der Zander beißt, macht und der Zander dann schlagartig einen Schwanzschlag macht und vielleicht auch das Nest mit seiner Schwanzflosse dann zerstört. Das sind alles Faktoren, die natürlich für die Reproduktion nicht gerade förderlich sind. Also immer ein Auge drauf haben, wenn ihr schwarze Milchner fangt, das sind Laichzander, die bewachen das Nest, die haben immer ein schwarzes Laichkleid und da am besten den Platz wechseln, gar nicht weiter angeln, weil das ist dann wirklich ein Nestplatz der Zander. Und da sind in der Regel auch nicht so die Hechtfänge zu erwarten, deswegen am besten wechseln den Spot. Wow, danke für den Tipp. Und jetzt kannst du uns ja gleich mal sagen, wo fängt man denn im Mai die Hechte? Wo muss ich hin? Wo sind die Spots? Im Mai ist es ja so, es erwärmt sich. Wir haben Frühling, die Sonnenintensität, die wird stärker, also das Wasser erwärmt sich. Und wo erwärmt sich das Wasser als erstes? An der Oberfläche. Genau, in Flachwasserregionen vor allem. Flachwasserregionen erwärmen sich ja am schnellsten. Entsprechend im Frühjahr zieht sich alles, was Fisch ist, in diese Flachwasserbereiche rein. Da können wir davon ausgehen, dass wirklich 90% der Fische in diesen Bereichen sich aufhält. Es findet sehr viel Reproduktion statt. Wir haben ja als erstes die Hechte, die bei um die 8 Grad Wassertemperatur dann anfangen zu laichen. Die laichen als erstes und die sind dann auch am schnellsten fertig damit. Teilweise bleiben die dann immer noch flach stehen. Und teilweise, gerade was auch große kapitale Hechte angeht, die laichen ab, die großen Muttis, die Rogner, und
gehen dann aber nach dem Laichgeschäft gleich wieder raus ins Freiwasser. Die sind dann gar nicht mehr im Flachen zu finden. Aber da gibt es unterschiedliche Arten. Es gibt große kapitale Hechte, die flach stehen bleiben, weil sie sich da wohlfühlen. Und es gibt große kapitale, die gehen dann wieder weg, raus ins Freiwasser. Also das ist meine Erfahrung, die ich so festgestellt habe, dass es da zwei verschiedene Arten von Hechte gibt. Und ja, in diesem Flachwasserbereich haben wir auch Barsche, die kommen dann im Laichgeschäft nach den Hechten dran. Die laichen dann ungefähr ab 10 Grad Wassertemperatur, sage ich mal, fangen die an. Und das habe ich auch letztens bei meiner Tour, bei meiner Saisonstarttour auf Hecht habe ich das gesehen, dass überall so Laichfäden waren. Also das sieht ein bisschen aus wie Laichfäden von, nicht Fröschen. Das ist so netzartig. Bei Barschen. Das sieht aus wie so eine, genau wie eine Reuse, kann man eigentlich sagen, ne? So eine Fischerreuse, so langgezogen. So ungefähr sieht der Barschleich aus. Also wenn ihr das seht, irgendwo im Kraut, so in Reusenform, diesen weißen Rogen, das ist immer von Barschen. Und das habe ich das letzte Mal bei meiner Tour gesehen, das ist für mich das Zeichen, alles klar, die Barsche haben jetzt abgeleicht. Es ist natürlich ein Prozess, der sich auch über mehrere Tage so da stattfindet. Ist natürlich nicht so, dass haargenau an einem Tag wirklich komplett alle Barsche laichen, sondern das ist halt ein Prozess. Und nach die, leicht ein Fisch nach dem anderen und es ist natürlich nicht alles haargenau zeitgleich. Aber ich habe gesehen, die Barsche sind im Laichgeschäft und auch ziemlich flach anzutreffen. Aber nicht alle großen Barsche sind auch flach. Habe ich auch festgestellt, man kann gerade extrem gute Massenfänge machen, was so Durchschnittsfische angeht. Ne? So bis 35 cm Barsche kann man ganz, ganz viel gerade fangen. Aber die richtig kapitalen, die hat man dann eher weniger. Ab und zu ist mal einer dabei, aber ganz wenig. Weil die sind schon wieder ein bisschen tiefer. Die großen Barsche, die gesellen sich nicht zu den kleineren Barschen mit dazu. Und das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass Barsche immer aus bestimmten Generationen bestehen. Und die bleiben auch sehr, sehr lange immer zusammen. Also eine Barschgröße ist immer eine Barschgröße in einer Gruppe sozusagen. Ne? Und das ist auch eine Familie, kann man so sagen. Und die großen kapitalen Barsche sind auch aus einer Familie. Das war mal früher, wo sie noch jung waren, ein sehr, sehr großer Schwarm, wo die so um die 20 cm vielleicht waren. Da waren das 50, 100 Fische, keine Ahnung. Und je größer die dann werden, desto mehr schrumpft natürlich auch der Schwarm zusammen, weil Fische sterben, weil Fische gefressen werden von anderen Raubfischen. Und dann irgendwann, wenn die richtig groß sind, über 40 cm, dann sind das oftmals nur Gruppen von 3, 4, 5 Fischen. Na, ist das gar nicht. Und die musst du halt auch im Mai finden. Und ja, da habe ich festgestellt, die sind ein bisschen tiefer, weil die mit dem Laichen schon fertig sind und schon wieder rausgezogen sind, so in die tieferen Bereiche. So, und jetzt kommen wir zum Hecht. Du hast ja gesagt, dass jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt ist, um besonders größere Hechte rauszuholen, ne? Das weiß ich von dir. Große Hechte zu fangen und vor allem auch die flach zu fangen, das ist halt das Coole jetzt in diesem Monat. Du kannst jetzt mit ganz flach laufenden Ködern, auch mit Oberflächenködern, kannst du Meterhechte fangen, richtig große Dinger. Und das ist natürlich eine extrem spannende Angelei. Du hast jetzt erst einen kleinen Hecht gefangen, ne? Einen ganz kleinen, ja. Ja, bei meiner Saisonstart-Tour, die erste Tour, die ich dieses Jahr auf Hecht gemacht habe, die war wirklich sehr erfolgreich gewesen. Ich habe 4 Fische gefangen und davon der größte von 1,27 Meter. Also unglaublicher Fisch. Und wenn man bedenkt, wie der gebissen hat, wo er gebissen hat, so ganz flach, das hat das Ganze nochmal umso spannender gemacht. Das war unfassbar. Vor allem war ich da alleine auf dem Boot, hatte niemanden mit, der ein Foto hätte machen können. Und ich musste den Fisch komplett alleine handeln und mit Selbstauslöser fotografieren. Das war ein Kampf, aber die Bilder, die werde ich noch veröffentlichen. Da könnt ihr mal auf meinen Gesichtsausdruck achten. Das war unfassbar. Mir tut jetzt noch der Bizeps weh und der Unterarm vom Halten des Fisches, weil der hat locker über 15 Kilo gehabt. Das war echt ein ganz schöner Brecher. Ja, also man könnte definitiv glauben, wenn du, wenn man fragt, wie man einen Fisch fängt, weil du hast auch einen Inselrekord jetzt gebrochen in Gran Canaria, ne? Auch das ist passiert. Da gab es ja irgendwie den Mythos, dass man nur 50er Schwarzbarsche fangen kann. Ne? Was hast du gefangen?
Ja, ich habe einfach mal den Inselrekord gebrochen da mit einem 65 cm Schwarzbarsch. Das war auch eine unglaubliche Geschichte. Und solche Fische zu fangen, ist natürlich nicht einfach. Also es gibt da zum Beispiel so einen einheimischen Guide, der schon seit 11 Jahren da auf der Insel fischt. Und der meint, die Schwarzbarsche da auf der Insel, die werden nicht größer als 55 cm. Also der hat es auch nie geschafft, mal so einen Fisch zu fangen. Und da kommt es eben auf Sachen an, die, naja, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die so der einfache Angler nicht auf dem Schirm hat, ganz einfach. Ne? Und da muss man einfach über den Tellerrand ein bisschen hinaus gucken und sich auch natürlich ein bisschen Gedanken machen, welche Köder denn überhaupt so ein großer Schwarzbarsch, so ein großer Fisch bevorzugt, wo er sich aufhält und wie ich den da damit am besten beangle. Ich weiß auch von dir, dass du immer sagst, die Fische werden nicht umsonst so groß, ne? Richtig, genau. Gerade solche großen Fische, das hat immer einen Grund, weshalb die so groß geworden sind. Die sind immer ein bisschen schlauer. Und umso schlauer musst du als Angler natürlich auch sein und dich auf diese Fische einstellen und auch so auf die Fische angeln, dass sie das Misstrauen verlieren und deinen Köder attackieren. Mhm. Wenn du das verstanden hast, dann fängst du auch regelmäßig so kapitale Raubfische. Darauf bist du ja auch spezialisiert. Wenn wir jetzt auf die Hechte zurückkommen, hast du mir gesagt, nicht jeder Spot funktioniert, der sonst funktioniert. Also man muss sich immer ein bisschen auf die Hechte auch einlassen, ne? Genau, so sieht's aus. Ich sagte ja schon, flach. Flach ist schon mal sehr gut. Aber nicht jeder flache Spot bringt dir jetzt ein Hecht. Hm. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Flach heißt nicht gleich Hecht. Und genauso auch die Spots, wo du jetzt im Herbst zum Beispiel noch sehr gut gefangen hast, Hechte gefangen hast vielleicht und sagst, ach, jetzt ist die Schonzeit vorbei, ich darf ja jetzt wieder nach der Schonzeit auf Raubfische angeln, auf Hecht angeln, da gehe ich wieder an den Spot, wo ich letztes Jahr das letzte Mal so gut gefangen habe. Und genau das ist der Fehler, an diesem Spot wirst du jetzt keinen Fisch fangen. Warum? Weil jetzt wiederum andere Spots interessanter sind, wo die Fische sich aufhalten und sich natürlich auch wohlfühlen und fressen. Weil in dem Bereich, wo du im Herbst gefangen hast, waren in dem Moment sehr gute Bedingungen für die Fische, wo auch natürlich viel Beute vorhanden war, die richtigen Temperaturen, Sauerstoffgehalt und so weiter und so fort vorhanden waren und es einfach für den Raubfisch gepasst hat. Diese Bereiche sind jetzt in dieser Jahreszeit womöglich zu kalt und uninteressant. Also kann man mitnehmen, dass Spotgeiern im Endeffekt nichts bringt. Man muss sich auf den Fisch einstellen. Genau, so sieht's aus. Mhm. Du musst immer mit der Jahreszeit, mit den Wochen und Monaten musst du mitgehen und das für dich auf dein Gewässer ummünzen und verstehen, wie sich die Fische in dem Gewässer bewegen und aufhalten. Mhm. Und das hat bei mir natürlich resultiert das aus jahrelange Erfahrung, die ich da in dem Bereich gesammelt habe. Und mittlerweile weiß ich ganz genau, wie ich das Puzzle zusammensetzen muss und wie ich meine Fische fange. Also ich kann dir genau sagen, auch wenn ich jetzt monatelang nicht angeln war, ich sag dir genau, wo ich jetzt in dieser Jahreszeit hin muss und wo ich garantiert meinen Fisch fange. Das stimmt, das machst du wirklich. Also du warst jetzt an deinem Saisonstart, warst du glaube ich so 4 Stunden, 5 Stunden unterwegs. Und wie viel hast du? 4 Fische gefangen, also 4 riesige Fische. Also das ist immer on point bei dir. Du brauchst nicht tagelang unterwegs zu sein, sondern wenn du sagst, ich gehe angeln, dann bringst du auch Fisch mit. Also nicht mit nach Hause, aber du Fotos zumindest. Fotos bringe ich mit nach Hause, genau. Jetzt haben wir ja einen sehr warmen Mai. Gibt es da noch irgendwas zu beachten? Zu beachten ist, dass natürlich diese Flachwasserangelei umso schneller vorbei ist. Je höher die Temperaturen zu Saisonbeginn sind, desto schneller ist die ganze Geschichte natürlich auch vorbei. Und gerade die kapitalen Hechte, dass die mal so ganz flach stehen, man die so mit besonderen Flachwasserangeltechniken auch beangeln kann, das hat man halt nur ein paar Tage, diese Phase. Also ich habe jetzt, wie lange ist es her? Vorgestern war ich unterwegs, habe diesen 1,27 Meter Hecht gefangen. Und es kann sein, dass ich, wenn ich jetzt nächste Woche in ein paar Tagen wieder losgehe und nochmal an den Spot da gehe oder in diesen Bereich, dass da dann schon kein Fisch mehr ist oder wenn, dann nur noch ein paar kleine. Mhm. Das dauert nicht lange. Aber du hast ja auch noch einen 95er gefangen, also alles an einem Tag.
Ja, also einen letzten Tipp hätte ich noch gerne. Wie fange ich sie? Mit welchen Ködern? Hast du da einen Tipp für mich? Köder sind natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, was super wichtig ist. Weil man kann da auch sehr, sehr viele Fehler machen. Nur weil du weißt, wo die Hechte sich jetzt aufhalten, ja, weil du die Stellen einfach weißt, wo die Fische sind, heißt es noch lange nicht, dass du sie auch fängst. Denn du musst auch die richtigen Köder im Snap haben und diese auch richtig führen. Das ist nochmal sehr entscheidend, weil es nützt dir ja nichts, wenn du jetzt zum Beispiel in 1 Meter Tiefe einen Gummifisch am 30 Gramm Chickkopf fischst. Damit wirst du keinen Erfolg haben. Das heißt, auch darauf, auf das Angeln in diesem Flachwasser, musst du natürlich auch deine Köderwahl anpassen. Und ich wähle in solchen Situationen sehr gerne Big Baits, wie große Gummis am Shallow Rig, also sprich ohne Gewicht, einfach nur mit einem Trilling-System gefischt, oder auch Swim Baits. Das sind so eine Art wie Wobbler, nur ohne Tauchschaufel, die dann nach links und rechts ausgleiten. Das hatten wir auch gestern. So. Genau. Und die gibt es auch in verschiedenen Modellen, als langsam sinkend oder auch schwimmend. Und kann man beides verwenden, je nachdem, wenn man jetzt ganz, ganz flach über Kraut fischt, auf einen halben Meter Tiefe oder maximal einen Meter, kann man auch gerne schwimmende Modelle nehmen, dann hat man richtig schöne Topwater-Attacken. Genauso auch mit Jerkbaits, die schwimmend sind, das ist eine super spannende Angelei. Ja. Ja, und ansonsten, wenn man jetzt, es gibt auch Gewässer, gerade klare Gewässer, da fischt man dann auch bis 2-3 Meter Tiefe vielleicht sogar, jetzt in der Jahreszeit. Und da macht sich das natürlich auch super gut mit Swimbaits, die langsam sinkend sind. Die kann man dann super langsam über diese Krautfelder präsentieren. Und auch misstrauische Hechte reagieren dann sehr, sehr gut auf solche Köder. Ja, das war gestern ganz cool. Wir hatten die Swimbaits drauf. Und dann hast du immer gesagt, guck mal, ich habe einen Nachläufer. Weil die so schön an der Oberfläche waren, haben wir die immer schon gesehen, wie die nochmal so hinterhergekommen sind, ne? Und sich den Köder nochmal angeschaut haben. Das war ganz cool, ne? Ja, ja. Das ist echt spannend, ja, wenn man die Nachläufer so hat. Dafür empfehle ich auch eine gute Polarisationsbrille. So als kleiner Tipp, guck mal in den Zanderkant-Shop, die Durchblick-Polarisationsbrille, die ist super. Die habe ich immer auf und da sehe ich auch jeden Nachläufer. Gerade jetzt in der Jahreszeit siehst du jeden Hecht, der deinem Köder folgt und kannst natürlich dann auch viel besser darauf reagieren und deinen Köder entsprechend animieren, dass er dann doch noch zupackt. Und genau das ist mir nämlich passiert gestern. Ja, die Brassen, die waren ja auch so lustig drauf, die haben es auch versucht, sich mit dem Swimbait anzulegen. Ne? Ja, total witzig. Die Brassen, die sind jetzt aktuell im Laichgeschäft und da sind die irgendwie total juckig. Und da sind die echt meinem Swimbait gefolgt und die eine Brasse hat sogar rangebissen, die hing kurz. Total verrückt, ne? Wenn die Hormone bei den Friedfischen da durchgehen, dann kann man die auch mal auf Spinnköder fangen. Ja, ist eine ganz coole Angelei, ne? Fetzt gerade, total, im Mai. Also geht raus, Leute, geht angeln, das macht gerade richtig Spaß. Genau, es macht mega Spaß. Noch als kleiner Tipp, guckt euch schöne, krautige Flachwasserbereiche an. Da stehen die Hechte drin und da wird es spannend. Ja, das war mein Podcast zum Thema Angeln auf Hechte im Mai. Ich hoffe, der Podcast konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Und ich würde mich über ein Abo freuen und leite die Folge auch gerne weiter an deinen Angelbuddy, wenn du da einen kennst, dem das vielleicht auch helfen könnte. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Und bis dahin wünsche ich dir ein dickes Petri, dein Dr. Eisenfeist.